Liebe Kinder, liebe Eltern, herzlich willkommen. Mein Name ist Birgit Weber, ich bin Professorin an der Universität Bayreuth für anorganische Chemie und ich hatte 2017 das Vergnügen, hier an der Uni auch mal die Kinderuniversität zu machen mit ihren Kindern. Leider fällt die Kinderuniversität dieses Jahr aus und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen mal was anderes. Es gibt viele spannende Versuche, die kann man nur als Chemiker machen. Es gibt aber auch viele spannende Versuche, die können Ihre Kinder zu Hause machen. Also ihr, liebe Kinder, ihr könnt die machen, aber natürlich nur, wenn ein Erwachsener ein Auge darauf wirft. Also nicht alleine ausprobieren, sondern immer nachfragen vorher. Ich werde euch jetzt 5 Versuche zeigen, meine Lieblingsversuche. Ich werde jeden Versuch immer kurz erklären, was gemacht wird, was passiert. Die Durchführung des Versuches, das zeigt euch dann unsere Kinderreporterin, die Lisa. Hallo, ich bin die Lisa, die Kinderreporterin und ich bin in der Graser Schule in der 4. Klasse und ich will euch heute jetzt mal ein paar Experimente zum Zuhausemachen vorführen. Dann legen wir gleich mit dem ersten Experiment los, nämlich mit dem Rotkrautsaft als Indikator. Kennt ihr das? Rotkraut oder Blaukraut? Was ist jetzt richtig? Im Rotkrautsaft ist ein Stoff drin, der für die rote oder auch blaue Farbe verantwortlich ist. Und diesen Stoff, den nennen wir Chemiker Indikator. Das kommt vom Lateinischen Indicare, das heißt anzeigen oder melden. Und dieser Indikator, der zeigt uns an, ob Sachen zum Beispiel sauer sind. Sauer kennt ihr alle, von Zitronen sind sauer oder Essig ist sauer. Und dann gibt es noch das Gegenteil vom sauer, das wäre basisch. Den Begriff kennt ihr wahrscheinlich nicht, aber das wären zum Beispiel Seifen. Seife wäre basisch oder Waschmittel. Und mit dem Rotkrautsaft kann man jetzt über verschiedene Farben anzeigen, ob etwas sauer oder basisch ist. So, und da sind wir schon beim ersten Experiment mit den Rotkohl. Lisa, bist du bereit? Ja. Und was hast du für einen hübschen Zopf heute? Ja, also man sollte Experimente nämlich am besten immer nur mit Haaren machen. Ja, das ist richtig. Immer schön die Haare zusammen machen, wenn ihr lange Haare habt, bevor ihr mit Experimenten anfangt. So, dann nimm dir mal den Rotkohl und mach mal die äußeren 3 Blätter ab. Und jetzt schneiden wir die Rotkohlblätter in kleine Stücke. Dabei rate ich euch aber, die Stücke mit ganz viel Weiß innen drin auszulassen, da wir nur vor allem die Farbe wollen. Und wenn ihr euch nicht sicher seid mit den scharfen Messern, dann fragt lieber eure Eltern, ob die euch dabei helfen können. Hammer genug. Mhm. Dann kommt der nächste Schritt. Wir nehmen kochendes Wasser und das macht mal lieber jemand, der erwachsen ist. Oder jedenfalls älter oder ja, ein bisschen nicht mehr in die Grundschule geht am besten oder so. So. Bin ich schon 15-Jährige gemacht. So, jetzt müsst ihr das Ganze ungefähr 2 bis 5 Minuten einfach mal ziehen lassen, damit die Farbe von den Rotkohlblättern in das Wasser reingeht.
Jetzt sind 5 Minuten rum, Lisa. Ich glaube, das schaut schon sehr gut aus. Das kannst du jetzt durch Sieb gießen. Ausgezeichnet. Dann können wir das hier wegtun. Wir haben eigentlich schon ein sehr, sehr schönes Lila. Und wir können es auf die Gläser verteilen. Lisa, dann kannst du mal in jedes Glas ein bisschen von unserem Rotkrautsaft reinmachen. Mhm. Na, das reicht schon, genau, da braucht man nicht so viel. Supi. Mit Wasser verdünnen. Und am besten ungefähr bis zur Hälfte des Glases verdünnen. Und dann fangen wir mal mit den ersten an. Und dann mit dem Zitronensaft. Da machen wir einen kleinen Spritzer davon rein und warten. Ein bisschen mehr kannst du da schon reinmachen. Noch ein bisschen. Einmal richtig drauf drücken. Ja, super. Und wie wir sehen, wird es ein wunderschönes. Jetzt ist es wieder Rotkrautsaft. Und was hast denn du da mitgebracht? Zitronenlimo. Ja. Funktioniert eigentlich auch sehr gut, ist aber auch sehr lecker. Davon ein bisschen rein. Das ist ja ein schönes Rosa geworden. Ja, ein ziemlich helles. Dann probier doch als nächstes das Natron. Das nimmt man zu Hause, um Töpfe sauber zu machen und Pfannen. Und ein bisschen Ja, da kannst du auch ein bisschen mehr reinmachen. Potasche hat man zu Hause, weil man damit zum Beispiel Lebkuchen backt. Aber den da lassen wir erstmal als schönes Vergleichmittel frei. Dann nehmen wir hier gleich den nächsten. Das wird ein wunderschönes Grün eigentlich. Und dann haben wir hier noch flüssigen Rohrreiniger. Das lasst ihr lieber mal die Eltern dann machen. So, was ist es nun? Rotkraut, Blaukraut? Eigentlich auch Grünkraut und Gelbkraut. Hä? Ja. Ihr seht, in Rotkrautsaft, da steckt ganz viel Farbe drin. Der nächste Versuch, den wir machen, heißt die Pharao-Schlange. Und Pharao-Schlange, das klingt ja wie bei den Pharaonen im alten Ägypten. Und tatsächlich wurde der Versuch schon damals durchgeführt, aber ein bisschen anders. Denn unsere Hauptzutat sind die Emser-Pastillen, die gibt es in der Apotheke. Und die nimmt man eigentlich, wenn man ein bisschen Halsschmerzen hat und einfach was lutschen will. Die hatten die alten Pharaonen noch nicht, aber seit es die Emser-Pastillen gibt, die gibt es schon sehr lange, wird der Versuch damit durchgeführt. Was brauchen wir für den Versuch? Emser-Pastillen, ein Schälchen mit Sand, Spiritus und Streichhölzer. Das war's schon. Und dann legen wir los.
So, Lisa, dann machen wir jetzt mal einen Versuch, den man nur draußen macht und auch nur unter der Aufsicht von Erwachsenen. Aber du kannst schon mal anfangen. Wir machen die Pharao-Schlange und dafür brauchen wir die Emser Pastillen, und zwar die klassischen ohne Menthol und auch ohne Zuckeraustauschstoffe. Nimm mal ein paar raus und steck die in den Sand rein. Ja, können wir schon ruhig 5 Stück nehmen. So, der Versuch geht ganz einfach. Wir stecken die Emser Pastillen hier ein bisschen in den Sand rein. Der Sand ist dafür da, dass die einfach schön stehen bleiben und nicht wegrollen. Und dann braucht ihr einen Erwachsenen und etwas Brennspiritus. Der wird jetzt hier einfach drüber gegossen. Ups. Hahaha. Und angezündet. Mich hier als Regenwindschutz. Was man jetzt nicht sieht, ist, dass der Spiritus verbrennt. Aber wenn man die Hand hinhält, merkt man es, weil es wird schön warm. Und man sieht sogar ein bisschen orange, wenn man genau hinschaut. Ja, ein bisschen sieht man die Flamme, genau. Der Spiritus verbrennt jetzt und es wird warm. Dabei muss man jetzt wissen, die Emser Pastillen, die bestehen vor allem aus Zucker und aus einem Stoff, der heißt Natriumhydrogencarbonat, und der ist auch im Backpulver drin, als Backtriebmittel. Der Zucker, wenn der warm wird, das ist wie bei Marshmallows, der wird braun und flüssig und karamellisiert. Das sehen wir jetzt hier auch, der wird nicht nur braun, der wird sogar noch schwarz. Und das Natriumhydrogencarbonat, das zersetzt sich in der Wärme und es entsteht Kohlendioxid. Das ist wie beim Plätzchen oder Kuchenbacken, wenn man Backpulver reinmacht und der Kuchenteig aufgeht. Und hier macht das Kohlendioxid dann, dass der Zucker, der geschmolzene, halt sich aufbläht und langsam eine Pharao-Schlange hier herauswächst. Und dem kann man jetzt gemütlich zusehen. Ich habe noch eine zweite Alternative mitgebracht. Man kann nämlich auch direkt einfach nur Puderzucker und Backpulver mischen. Riechst du es, Lisa? Es riecht nach Karamell und Marshmallows. Eigentlich sehr lecker, ist aber sicherlich nicht mehr so lecker, wenn man es bisschen will. So, dann können wir unserer Schlange beim Wachsen zuschauen, wie sie aus dem Sand rauskommt.
unsere Schlangen sind fertig gewachsen. Lisa, ich glaube, die Emser-Pastillen haben doch am besten funktioniert. Ja. Unsere andere Pharao-Schlange, die war ein bisschen instabil bei dem Wind, der gerade weht. Wenn das Ganze fertig ist, kann das einfach in den Hausmüll entsorgt werden, denn das ist nichts anderes als Kohlestaub, genau dasselbe, was entsteht, wenn man zum Beispiel grillt. Das nächste Experiment gefällt mir persönlich besonders gut. Wir machen einen Stärkesee. Das ist nichts anderes als eine Mischung aus Speisestärke und Wasser, die ihr selber zusammenrühren könnt. Und wenn man das richtige Mischungsverhältnis nimmt, 3 Teile Stärke, 1 Teil Wasser, erhält man eine thixotrope Flüssigkeit. Die hat ganz, ganz spannende Eigenschaften. Das zeigt uns am besten jetzt gleich mal die Lisa vor, wie das aussieht. Als nächstes will ich euch den Stärkesee vorführen. Und eigentlich ein ziemlich schönes Experiment, finde ich. Da braucht man aber eigentlich auch, wenn man gerade keine Tasten parat hat oder so, ein bisschen Bauchgefühl. Ist ja auch eigentlich ziemlich wichtig. Und zu der Speisestärke kippen wir dann Wasser. Da muss man ein bisschen improvisieren und schauen, wie die Konsistenz wird. Muss man dann auch ein bisschen kneten, auf jeden Fall. Jetzt habe ich die Mischung fertig geknetet. Das ist eigentlich ganz witzig, weil wenn man schnell drauf haut, ist sie ganz fest. Seht ihr? Ist ganz sauber noch. Und aber wenn man ganz langsam drauf reingeht, dann sinkt es ein. Damit kann man eigentlich ziemlich witzige Sachen machen. Da kann man eigentlich, wenn man ein kleines Stück nimmt und es dann die ganze Zeit knetet, ist es fest. Aber wenn man es dann nicht mehr knetet, fließt es wieder weg. So, jetzt habt ihr den Stärkesee gesehen von der Lisa und das ist eine ganz faszinierende Flüssigkeit. Man nennt solche Flüssigkeiten thixotrop oder auch nicht-newtonsche Flüssigkeiten. Was ist das? Ihr kennt alle Wasser. Wasser fließt immer ganz normal und ziemlich gut. Dann kennt ihr auch sowas wie flüssigen Honig. Der fließt auch gut, aber nicht so gut. Der ist zähflüssig. Oder der Naturwissenschaftler sagt dazu, die Viskosität ist höher. Bei unserem Stärkesee ändert sich jetzt diese Viskosität, das heißt, ob er gut oder schlecht fließt, in Abhängigkeit davon, ob ihr da schnell draufschlagt oder ganz langsam draufschlagt. Wie geht das? Die Stärke, die wir genommen haben, das sind ganz viele lange, dünne Stäbchen. Und das Wasser, was wir dazugegeben haben,
Das sind lauter kleine Kullern. Und die bilden eine Mischung, die wie eine Flüssigkeit ist. Das heißt, das kann sich alles ein bisschen hin und her bewegen. Wenn wir aber jetzt ganz schnell auf diese Flüssigkeit draufschlagen, dann sind diese langen Stärkestäbchen zu langsam und können sich nicht wegbewegen. Und dann geht nur das ganze Wasser aus den Stärkestäbchen raus und übrig bleibt die Stärke und die ist dann fest. Und deswegen ist das beim Draufschlagen dann ganz fest. Wenn man die Hand langsam reinsteckt in die Flüssigkeit, dann können sich die Stärkestäbchen wegbewegen und dann verhält sich unser Stärkesee wie eine Flüssigkeit. So was Ähnliches, nur andersrum, gibt es auch beim Ketchup. Wenn der Ketchup in der Flasche drin ist, dann wird er fest. Und wenn man da mal schüttelt oder draufschlägt, dann wird er flüssiger. Das Gleiche, nur genau andersrum. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Als nächstes bauen wir uns mal einen Feuerlöscher. Man kann Kerzen auspusten, man kann Kerzen aber auch anders ausmachen. Zumindest, wenn man Backpulver und Essig im Haushalt hat. Mehr braucht ihr dafür nicht für diesen Versuch. Die beiden zusammengemischt ergeben ein Gas, das schwerer ist als Luft und mit dem man wunderbar Kerzen ausgießen kann, das Kohlendioxid. Das führt uns die Lisa jetzt mal vor. Als nächstes wollen wir euch den Feuerlöscher zeigen. Es ist eindeutig viel spannender, eine Kerze auszumachen, als einfach nur auszupusten. Dafür brauchen wir ein hohes Glas und Backpulver und Essig. Und dann fangen wir damit an. Ein bisschen Backpulver. Du kannst ruhig zwei nehmen, Lisa. Ja. Bei der Chemie sagt man manchmal, viel hilft viel. Aber nicht immer. Dann haben wir anscheinend einen. Das ist ein Fall von diesem Spruch. Dann nehmen wir Essig und. Im Backpulver ist die Hauptzutat das Natriumhydrogencarbonat. Und das reagiert mit dem Essig. Dann machen wir da ein bisschen Essig, genau, rein. Dann lassen wir es erstmal ein bisschen schäumen. Genau. In dem Backpulver, das Natriumhydrogencarbonat reagiert mit dem Essig und dabei entsteht Kohlendioxid. Kohlendioxid ist ein unsichtbares Gas, das schwerer ist als Luft und das füllt sich in dieses Glas rein. Das zeigt uns die Lisa jetzt. Jetzt müssen wir es einfach mal ein bisschen anlehnen und schon die Kerze aus. Das geht ganz einfach und das eindeutige Kind. Viel spannender als nur auspusten. Danke Lisa, das hast du schön gemacht. Den letzten Versuch, den ich euch zeigen will, den kennen bestimmt schon einige. Und ich glaube, der geht am allerschnellsten. Die Cola-Rakete. Was passiert, wenn ich in eine Flasche mit Cola einfach ein paar Mentos reinschmeiße? Das schauen wir uns jetzt an. So, dann bleibt noch ein Versuch. Der geht sehr schnell und einfach. Alles, was man braucht, ist eine Cola-Flasche und ein paar Mentos. Und wir haben jetzt hier noch so einen Spezialaufsatz, dass es ein bisschen höher spritzt. Der Cola-Mentos-Versuch. Lisa, willst du das schon mal füllen? Na klar. Gib mal her, ich halte es.
Das Prinzip dahinter ist das gleiche wie bei der Pharao-Schlange. Einer passt noch rein. In der Cola ist Säure drin. Die Mentos haben auch Hydrogencarbonat. Und wenn man's, wenn die beiden sich mischen, entsteht ganz viel Gas. So, jetzt haben wir hier einen Halter. Die schäumt so schon. Na, mach's auf. So, Lisa, traust du dich?